das 35 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki. Das ist die Zeit, in der die Gründung der IPP in Wehfeld und wo Ärzte sich gesagt haben, es ist dringend notwendig, in Ost und West darüber aufzuklären, welche Folgen von einem Atomkrieg oder einem atomaren Schlag ausgehen könnten, unübersehbare Folgen für die Menschheit insgesamt. Und dazu kam, zu dieser Erkenntnis kam im Grunde zeitgleich in Ost und West Ärztinnen und Ärzte, die verbunden waren über ihre Fachgesellschaften und PSA in den USA, die Physicians for Social Responsibility, die schon eine 10-jährige Tradition hatten in der medizinischen Bearbeitung der Folgen der Atomtests in den USA, Trinity und anderen, und die jetzt sagten, jetzt ist die größte Gefahr für die Menschheit ein Atomkrieg und wir müssen uns darauf konzentrieren. Es gab dann eine erste Veranstaltung in Boston und die Ergebnisse über die Folgen eines Atomkrieges zu informieren. Und die Ergebnisse dieser Veranstaltung wurden in einem Brief an Präsident Carter und den damaligen Ministerpräsident Brezhnev zusammengefasst und erschienen. Und das war ein Novum, sowohl als Anzeige in der New York Times wie gleichzeitig in der Pravda. Wurde von vielen Wissenschaftlern unterzeichnet und hatte dann in der Folge das nächste Treffen. Da haben in Genf hat es einen Kardiologenkongress gegeben und da haben Kardiologen aus den USA, das ist im Wesentlichen Bernard Laune gewesen, und James Muller, das sind Kardiologen an der Harvard Medical School gewesen, mit einem Psychiater, Eric Shavian, der am MIT gearbeitet ist. Die haben zusammengesessen mit Eugenie Chassow, der damals Generaldirektor des Kardiologischen Forschungszentrums der UdSSR war, und behandelnder Arzt der sowjetischen Führung. Der hatte noch seinen Kollegen dabei, Michael Kuzin, früher Dekan des ersten Moskauer Medizinischen Instituts und Direktor des Wischnewski-Instituts für Chirurgie, der auch Vorsitzender der Nationalen Strahlenschutzkommission war. Und die haben in Genf zusammengesessen und haben gesagt, lasst uns zusammenschließen und die Organisation Internationale Physicians for the Prevention of Nuclear War schließen. Das ist im September 80 gewesen. Und in der Gründungserklärung heißt es, und das ist nach wie vor sozusagen das Dokument, auf dem sich dann viele nationale IPPNW-Sektionen berufen haben und die Initialzündung war für eine weltweite medizinische Friedensorganisation. In dieser Gründungserklärung heißt es, ich zitiere, ein Atomkrieg wäre die letzte Katastrophe für Menschheit und Umwelt. Das menschliche Leben und die menschliche Gesundheit würden unmittelbar und langfristig in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zerstört, dadurch das Überleben der Zivilisation selbst bedroht wäre. Die Gefahr eines Ausbruchs besteht in einem hohen Maß und sie nimmt ständig zu. Selbst ohne dass es zu einem Atomkrieg kommt, wären unschätzbare und begrenzte Ressourcen unproduktiv und auf das nukleare Wettrüsten verwendet, wobei wesentliche menschliche, soziale, medizinische und ökonomische Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. Aus diesem Grund müssen die Ärzte in allen Ländern für die Verhinderung eines Atomkrieges kämpfen und sich für eine Beseitigung aller Atomwaffen einsetzen.
Das ist sozusagen der Impuls gewesen, der dann zu einem ersten großen medizinischen Kongress geführt hat, in den USA, mit der Schwierigkeit, auch wie kriegen wir es hin, sozusagen gleichberechtigt die sowjetischen und die amerikanischen Ärzte an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Das ging erst nur, indem man gesagt hat, wir beschränken uns in der Gründungsphase darauf, über die Folgen eines drohenden Atomkrieges zu berichten, für Abrüstung einzutreten, aber klammern andere Bereiche aus. Das ist ja auch die Zeit, wo parallel die Sowjetunion Krieg in Afghanistan geführt hat. Das sparen wir aus, sondern wir konzentrieren uns darauf, um von Ost und West den Impuls ausgehen zu lassen, Gründung einer internationalen ärztlichen Friedensbewegung. Diesem Aufruf sind dann mehrere Kongresse gefolgt und es hat im Februar 82 zur Gründung der bundesdeutschen IPPNW geführt, die schon 81 zuvor einen großen Kongress in Hamburg hatte, wo sich Gesundheitsinitiativen, Umweltinitiativen aus dem Bereich zusammengefunden haben und zum Thema atomare Gefahren, die Überlebenden werden die Toten beneiden, einen großen Kongress durchgeführt haben. Die Gründung der bundesdeutschen IPPNW war dann mit der sogenannten Frankfurter Erklärung verbunden, die darüber hinaus eine Verpflichtungs- und Willenserklärung war, Ärzte zu bitten, sämtliche kriegsmedizinischen Vorbereitungsmaßnahmen abzulehnen und sich nicht daran zu beteiligen. Das war durch die Katastrophenmedizin und dessen, was dann später unter dem Stichwort Triage bekannt wurde, notwendig geworden. Und so heißt es in dieser Erklärung, ich halte alle Maßnahmen und Vorkehrungen für gefährlich, die auf das Verhalten im Kriegsfall vorbereiten sollen. Ich lehne deshalb als Arzt und Ärztin jede Schulung oder Fortbildung in Kriegsmedizin ab und werde mich daran nicht beteiligen. Das ändert nichts an meiner Verpflichtung und Bereitschaft, in allen Notfällen medizinischer Art meine Hilfe zur Verfügung zu stellen und auch weiterhin meine Hilfe zur Verfügung zu stellen, mit den Kenntnissen in der Notfallmedizin zu verbessern. Parallel, wenige Monate allerdings später, kam es zur Gründung des Komitees Ärzte der DDR zur Verhütung eines Nuklearkrieges. Hier allerdings auf Beschluss des Ministerrats der DDR und als Mitglieder wurden auf Vorschlag der SED Wissenschaftler und Ärztinnen berufen, die nach außen fachliche und politische Reputation hatten, nach innen aber sozusagen dem DDR-typischen Proporz der Nationalen Front entsprachen. Damit war der Anfang gemacht und es folgten in relativ kurzer Zeit 40 Länder, die ihre Sektionen einrichteten. Bald zählte die IPPNW weltweit über 1.000 Mitglieder. Und das war 25 Jahre nach Gründung von PAKWASCH, der PAKWASCH-Bewegung, einem internationalen Diskussionsforum von Wissenschaftlern zur Förderung der Verantwortung in der Wissenschaft und der interdisziplinären Forschung. Nun eine zweite große internationale Bewegung von Ärztinnen und Ärzten auf dem Weg, über die nukleare Rüstung aufzuklären und sich einzusetzen für die Abschaffung aller Atomwaffen. Ihr Erfolgsrezept,
aus beruflicher Verantwortung mit Sachverstand und Kreativität in Ost und West über die Gefahren aufzuklären, und das trug Früchte. International war es möglich, und auch das ein Novum, sowjetische und US-amerikanische Ärzte in einer ungekürzten, nicht zensierten Sendung des nationalen sowjetischen Fernsehens teilnehmen zu lassen, mit über 100 Millionen Zuschauern, um über die medizinischen Folgen eines Atomkriegs in der Sowjetunion zu debattieren. Das war 82 noch zu Brezhnevs Zeiten. Und als eine der ersten großen Aufgaben hat die IPPNW in der Bundesrepublik ein Buch herausgegeben, Letzte Hilfe, die medizinische Dimension eines Atomkrieges. Das Buch wurde in über 30 Sprachen übersetzt und weltweit als Grundlage führender medizinischer Ausbildungsstätten genutzt. Diese Brücke Ost-West mit dem gemeinsamen Ziel der Aufklärung und der Abrüstung war auch das entscheidende Kriterium, die IPPNW relativ früh hoch auszuzeichnen. Bereits 1984 hat die IPPNW den UNESCO-Friedenspreis, Zitat, für ihre besonders bemerkenswerte Aktivität, die Öffentlichkeit zu informieren und das Gewissen der Menschheit für den Frieden zu mobilisieren, erhalten, nur ein Jahr später, 5 Jahre nach Gründung, wurde die IPPNW mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Anlässlich der Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis im Dezember, immer am Tag der Menschenrechte, 10. Dezember 1985, gab es ein Benefizkonzert in Berlin unter der Schirmherrschaft und in Anwesenheit von Leonard Bernstein und Musikern der Berliner Philharmoniker. Und als Festredner hatte sich die IPPNW ausgesucht und gebeten Hans-Peter Dürr. Hans-Peter Dürr hat in der zurückliegenden Zeit über SDI aufgeklärt und informiert und sollte sprechen über die technische Machbarkeit von SDI, also der damalig von Reagan initiierten Strategic Defense Initiative, eine Rüstungseskalation in den nahen, erdnahen Weltraum. Aber, ja, gerne. Aber für Hans-Peter Dürr war das Thema im Grunde abgehakt. Er hatte sich Jahre damit beschäftigt und wollte sich eigentlich nicht mehr mit dieser Unsinnigkeit dieses Anliegens und seiner Irrelevanz bezüglich der wirklich bedrängenden Fragen und globalen Herausforderungen weiter beschäftigen. Deshalb hat er dem Veranstalter der IPPNW vorgeschlagen, doch etwas anderes, über etwas anderes vorzutragen. Und das war die Frage, die rhetorische Frage, ist Frieden machbar? Die IPPNW war sehr angetan, denn angesichts der tausendfachen Overkill-Arsenale war die Frage des Friedens und die Machbarkeit des Friedens zu einer Existenzfrage der Menschheit geworden. Und damit wurde sowohl in der IPPNW wie dann auch in der Folgezeit ein Paradigmenwechsel vollzogen. Wir haben uns stärker früher mit dem Anti, also gegen den Atomkrieg, gegen SDI beschäftigt und sind jetzt zum Pro gekommen für den Frieden. Und wie sieht es aus, eine Friedensordnung für Europa und die Welt? Welche Bedingungen müsste eine solche Friedensordnung haben? In dieser Rede von Hans-Peter Dürr hat er auch den Aufruf gemacht,
für eine Weltfriedensinitiative. Und dieser Aufruf und dieser Impuls hat dann auch die nächsten Jahre dahingehend bestimmt, dass es sowohl aufgenommen wurde auf einem großen Weltkongress der IPPNW in Köln 86, wie eine Rolle gespielt hat. In der damaligen Sowjetunion hatten sich die Verhältnisse geändert. Gorbatschow ist an die Macht gekommen und lud zu einem Friedenssymposium 87 nach Moskau ein, blockübergreifend. Und Hans-Peter hat dort diese Initiative weiter vorgestellt. Und dort, Moskau war sozusagen damals zu dem Zentrum und zu dem Punkt geworden, wo sich die Aktivitäten aus Ost und West in der gesamten weltweiten Friedensbewegung gebündelt hatten. Und diese Offenheit von Gorbatschow führte im Grunde zu dem Novum, dass zu einer Friedenskonferenz eingeladen wurden Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler, Kirchenvertreter, Industrielle aus allen Kontinenten, wo er in einer denkwürdigen Rede sozusagen sein neues Denken vorstellte für eine atomwaffenfreie Welt, für das Überleben der Menschheit, und die Vision hatte, diese, wenn möglich, auch bis zum Jahr 2000 in großen Schritten zu erreichen. Das hat sich nicht erfüllt, aber mit bei dieser Konferenz dabei waren und haben das sehr unterstützt. Für die IPPNW Horst Eberhard Richter und Hans-Peter Dürr, die über unterschiedliche Kanäle das Interesse und Vertrauen von Gorbatschow gewinnen konnten und sozusagen einen Think Tank initiiert haben, der Gorbatschow unterstützen sollte in den Vorstellungen, die er dort auf der Friedenskonferenz zum Besten gab. Sie konnten dann dazu gewinnen Susan Eisenhower, Robert McNamara, David McTaggart, um nur einige zu nennen, und Andrei Sacharow. Diese Gruppe bildete dann den Grundstein für die von Gorbatschow ins Leben gerufene International Foundation for the Survival and the Development of Humanity, die in den Jahren 87 bis 90 in regelmäßigen Abständen tagte und diesen Prozess begleitete. Ich mache jetzt einen Sprung, gewissermaßen zeitgleich gab es ein weiteres Ereignis, was für die IPPNW eine starke Beeinflussung hatte und auch uns fortan sehr stark mit Hans-Peter Dürr verband. Es war der 26. April 86. Sie wissen es, um 1.23 Uhr explodierte der Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl. Die Welt wurde Zeuge des ersten Gaus. Der Gau von Tschernobyl machte Millionen Menschen zu Opfer. 180.000 Kilogramm hochradioaktives Material befand sich im Inneren des Reaktors. Die radioaktive Wolke machte vor keiner Grenze Halt. Sie zog um die Welt. Tschernobyl hat die Augen geöffnet vor den Gefahren der Atomtechnologie insgesamt, und die deutsche Sektion der IPPNW rückte ein altes, neues Thema wieder verstärkt in den Fokus: die gesundheitlichen Gefahren der sogenannten zivilen Nutzung der Atomenergie, ihre untrennbare Verbindung zu den Atomwaffen, Zugriff zur Bombe als zwei Seiten einer Medaille und ihre friedensgefährdende Wirkung im Kontext der Proliferation.
Tschernobyl hat gezeigt, Atomenergie tötet. Nicht nur bei einem GAU, sondern an jedem einzelnen Glied der atomaren Kette. Noch bevor 1 Kilowatt Strom erzeugt wird, sterben Menschen, denn der Uranbergbau zerstört die Gesundheit und die Lebensgrundlage ganzer Völker. Auch im Normalbetrieb liegt ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. Kindliche Leukämien sind im Nahbereich von Atomkraftwerken deutlich häufiger. Sicherheitsdefizite werden ignoriert oder billigend in Kauf genommen. Einen Schutz vor Naturkatastrophen und terroristischen Anschlägen gibt es nicht. Der Atommüll verseucht unser Grundwasser. Wir überlassen künftigen Generationen eine hochradioaktive Hinterlassenschaft für Millionen von Jahren. Das heißt, die IPPNW hatte zumindest nach Tschernobyl noch die deutliche Erweiterung neben der Verhütung eines Atomkrieges, sich auch mit der nuklearen Gefahrenkette insgesamt zu beschäftigen und hatte dann, die Zeiten hatten sich wieder geändert, angekommen in den 90ern, die bipolare Welt zerfällt, der Ost-West-Konflikt endet, Jelzin putscht gegen Gorbatschow, die realsozialistische Gesellschaftsformation löst sich auf, die Vision von einem gemeinsamen Haus bekommt Risse, eine neue Weltordnung zeichnet sich ab. Wir haben den zweiten Golfkrieg 91, was als friedenspolitische Organisation eine Riesenherausforderung war. Die IPPNW konzentriert sich auf die Bearbeitung des Einsatzes von uranhaltiger Munition und den besonders gesundheitlichen Gefährdungen und Folgen dieser Waffe und ergänzt ihr Engagement durch ein vielfältiges humanitäres der Kriegsfolgenbearbeitung. Ulrich Gottstein initiierte damals mit irakischen Kollegen Hilfslieferung mit Medikamenten und medizinischen Geräten in den Irak, der vom Embargo bedroht war, und gründete die bis heute sehr erfolgreiche Irak-Kinderhilfe. Neben dem Golfkrieg hatten wir die kriegerischen Auseinandersetzungen in Ex-Jugoslawien zu bearbeiten und gewissermaßen daraus folgend Konzepte zu entwickeln für eine grenzüberschreitende Friedens- und Verständigungsarbeit, die nun verstärkt notwendig wurde. Wir initiierten ein Balkanprojekt Brücken der Verständigung, wo Medizinstudierende aus verschiedenen Staaten des ehemaligen Jugoslawiens nach Würzburg kamen, um gemeinsam klinische Arbeit kennenzulernen und sich untereinander über die Aufgaben als Ärztinnen und Ärzte für ein friedliches Miteinander in ihren Heimatländern einzusetzen. Aber es gab noch einen weiteren Bereich, der unsere Arbeit sehr verändert hat. Durch die Jugoslawienkriege sind wir konfrontiert worden mit den hier schutzsuchenden Flüchtlingen aus der Balkanregion. Und wir haben die Initiative Den Krieg überleben unterstützt und zu Anfang geholfen, Medikamentiale auf den Weg zu bringen. Den Aufbau von Behandlungszentren für traumatisierte Flüchtlinge und uns durch Aufklärungs- und Kampagnenarbeit für ein Bleiberecht besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge einzusetzen, was bis heute notwendig ist und aktuell ist. Als nächsten Schritt und eine weitere Stufe ist 9/11 gewesen, als das der Anschlag auf das World Trade Center in New York war und sozusagen der Krieg gegen den Terror ausgerufen wurde.
hat es einen Kreis von amerikanischen Wissenschaftlern gegeben unter Samuel Huntington und Francis Fukuyama, die die Rechenschaft dafür lieferten, der Bush-Administration in ihrer Schrift What Are We Fighting For? Wofür wir kämpfen, legitimierten sie die Ideologie des gerechten Krieges. Andere amerikanische Wissenschaftler widersprachen vehement und forderten in einem Brief an unsere Freunde in Europa, die Legitimierung des Antiterrorkriegs der USA zu widersprechen. Unter Mitwirkung der IPPNW Pro Asyl, GCN, kommt es unter Federführung von Hans-Peter Dürr zu einer Antwort, einem Gegenentwurf. Eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens sieht anders aus, der von weit über 100 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Publizistik und Bewegung unterzeichnet wird. Ich würde gern etwas aus diesem Brief zitieren, weil er nach wie vor wesentliche Grundlagen enthält von dem, wo wir uns heute mit zu befassen haben und auf das wir zu reagieren haben. Zur Bekämpfung der terroristischen Selbstmordattentate gibt es sicher verschiedene Wege. Wir alle sind jedoch zutiefst davon überzeugt, dass die Achtung der Menschenwürde eine Grundvoraussetzung für alle Lösungswege darstellt. Nur wenn weltweit und bei den ökonomisch und militärisch schwächeren Nationen und Kulturkreisen die Auffassung einkehrt, dass der Westen als der ökonomisch und militärisch mächtigste Kulturkreis es mit der Universalität der Menschenwürde ernst meint, dass diese nicht eine bloße Floskel ist, von der je nach Bedarf Gebrauch gemacht wird, nur dann erhöht sich die Chance, dass terroristische Selbstmordattentate nicht die beabsichtigte Resonanz erfahren, sondern in allen Ländern auf vehemente Ablehnung stoßen. Erst wenn die Schwächeren dieser Welt sich in der Auffassung sicher wissen, dass kein auch noch so mächtiger Staat ihre Würde verletzen, sie demütigen und ihre Lebensbedingungen willkürlich beeinträchtigen wird, erst dann schöpfen diese Menschen Kraft und Bereitschaft, ihre Augen und Herzen für die moralischen Werte anderer Kulturen zu öffnen. Erst dann sind auch die Voraussetzungen dafür gegeben, dass ein echter Dialog zwischen den Kulturen stattfindet. Angekommen heute, ich schaue auf die Uhr, noch 5 Minuten. Angekommen heute, was sind die Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben und wie können wir das tun? Nach wie vor, back to the roots, Atomwaffen abschaffen, bleibt die Aufgabe für die IPPNW. Auch wenn die nukleare Bedrohung heute in der Bevölkerung kaum noch ein Thema ist oder eine Sorge darstellt, die atomare Bedrohung ist und bleibt eine zentrale Herausforderung, weil sie wieder gerade in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Noch bedrohen immer über 17.000 Atomwaffen unser Leben, genug die Erde mehr als einmal zu zerstören. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, die NATO-Osterweiterung, den Krieg in Syrien, die Situation im Nahen Osten, die Instabilität Afghanistan, Pakistan, Nordkorea, die Aufrüstung im pazifistischen Raum. Es bleibt zentral, die Forderung nach Abschaffung der Atomwaffen ist dringlich. Dringlich auch deshalb, keine andere Waffe, die jemals erfunden wurde, kann so schnell und in einem solch kurzen Ausmaß so viel Tod und Zerstörung bewirken.
Es gibt keine medizinische Hilfe und keinen Katastrophenschutzplan bei der Explosion einer Atomwaffe. Was stimmt uns dabei, hoffnungsvoll dieses Ziel zu erreichen? Vor etwa 5-6 Jahren haben sich eine Studentengruppe in Australien zusammengefunden und haben gesagt, wir machen es mal anders wie ihr. Wir gründen ICAN, eine Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen, die das Ziel verfolgt, Aufklärung und völkerrechtlich verbindlich zu klären durch einen Vertrag, die Ächtung dieser Waffe. Und aus diesem Aufruf aus Italien, Australien hat sich eine Bewegung vorwiegend von jungen Leuten weltweit über das Netz ergeben, die dann sozusagen eingeflossen ist in die sogenannte humanitäre Initiative. Für ICAN war immer entscheidend die Argumentation, was sind die humanitären Folgen von Atomwaffen? Und das ist zusammengegangen mit einer Initiative von Staaten, die nicht Atomwaffen besetzen haben, es aufgegriffen haben und gesagt haben, wir versuchen aus diesem elenden Spiel jede 5 Jahre zusammenzukommen und zu keinem Ergebnis bei den Überprüfungskonferenzen des Atomwaffensperrvertrages weiterzukommen und machen aus uns heraus eine Initiative, nennen es humanitäre Initiative, zur völkerrechtlichen Ächtung dieser Waffen. Und mittlerweile gibt es 127 Staaten, die in einer gemeinsamen Erklärung sich dazu verpflichtet haben. Die meisten der Staaten sind Entwicklungsländer. Aber auch die Unterstützung der Ächtung, sagen sie, wir wollen sie nicht, weil wir diese Waffe grundsätzlich ablehnen, weil jeder Atomwaffeneinsatz ein menschenwidriges Verbrechen wäre und weil schon der Besitz die Bereitschaft zum Einsatz das mit einschließt. Diese Initiative der 127 ist auf einem guten Weg und es besteht durchaus die Hoffnung, dass es nach Wien, wo die letzte Konferenz war, eine nächste Konferenz, eine Staatenkonferenz und eine Konferenz der Zivilgesellschaft in Kapstadt geben wird. Um dieses Ziel aber zu erreichen, wäre es darüber hinaus notwendig, insbesondere die deutsch-russischen Beziehungen zu verbessern. Das, was bei Gründung eine entscheidende Rolle gespielt hat, die Wechselbeziehung Ost und West, ist durch die Isolation Russlands heute wesentlich schwieriger geworden. Anstelle weiterer Aufrüstung, anstelle des Aufbaus von Raketenbasen in Osteuropa und der Entsendung deutscher Truppen an den Grenzen Russland und wie bei dem derzeit geplanten Aufbau der 4 NATO-Bataillone in Polen und im Baltikum, eins davon in Litauen unter deutscher Führung, benötigen wir eine Stärkung von Institutionen der kollektiven Sicherheit wie der OSZE. In der NATO-Russland-Grundakte von Paris von 1997 hat die NATO ausdrücklich auf die dauerhafte Stationierung von Kampftruppen in Osteuropa verzichtet. Alle Parteien des Vertrages haben sich dazu bekannt, dass sie keine Gegner sind und die Sicherheit aller Staaten in der euroatlantischen Gemeinschaft unteilbar ist. Zu diesen Verpflichtungen und Erkenntnissen gilt es zurückzukehren und mittelfristig auch die Politik
der gegenseitigen wirtschaftlichen Sanktionen zu beenden. Der dritte und letzte Punkt: Wir müssen weiterarbeiten an einer Kultur des Friedens und des Beharrens darauf, Frieden ist möglich. In der Präambel der Charta der Vereinten Nationen sind als Konsequenz aus unvorstellbarem Schrecken und Verbrechen des Zweiten Weltkriegs all die Prinzipien festgehalten, die für eine neue Friedensordnung, für ein friedliches Miteinander grundlegend sind. Die Gewährleistung des Friedens als primäres Anliegen aller Völker. Sie zielt dezidiert auf die Abschaffung des Krieges als Institution und die Eliminierung von Gewalt als gesellschaftliche und zwischenstaatliche Verkehrsform. Anstelle von Machtinteressen und des Rechts des Stärkeren sollen Gerechtigkeit und die Stärke des Rechts treten. Dazu haben sich alle Nationen verpflichtet. Für ein friedliches Miteinander setzt aber auch national wie international voraus soziale Gerechtigkeit, demokratische Partizipation und eine konstruktive Konfliktkultur im Sinne einer kompromissorientierten Konfliktfähigkeit. Diese Prinzipien in Bezug auf die aktuellen Herausforderungen Europa, Flüchtlinge, Nahe und Mittlerer Osten, TTIP, Climate Change und vieles andere hängt ganz entscheidend von uns ab. Wollen wir die vor uns liegenden Herausforderungen annehmen, benötigen wir ein verstärktes zivilgesellschaftliches Engagement und neue bewegungsübergreifende Bündnisse im Sinne einer Koalition für Leben und Frieden als gesellschaftliches Gegengewicht zum Parteienstaat. Ob das gelingt, hängt ganz entscheidend von jedem von uns an. Lassen wir nicht nach, uns zu engagieren, aufzustehen für die Menschlichkeit. Und ich möchte schließen mit einem Satz der indischen Friedensaktivistin Arundhati Roy: Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist schon auf dem Weg. Viele werden nicht mehr da sein, sie zu begrüßen, aber an einem ruhigen Tag, wenn ich vorsichtig lausche, dann höre ich sie schon atmen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.